Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Energiewelle. Ich würde sie schon sagen, Monster-Energiewelle, die eine ganz klare Aufgabe hat. Und es wurde mir heute bewusst durch meine eigene Transformation in diesem Energieprozess. Und das möchte ich gerne heute mit dir teilen. Um was geht's in dieser momentanen Zeitqualität, diesen heftigen Energien, die so viele Menschen, gerade Hochsensible, völlig ausloggen, am Rad drehen lassen oder völlig apathisch in der Ecke hängen lassen und extrem müde werden lassen. Was ist der Sinn hinter all diesen Phänomenen, die so stark gerade sind, dass ich so oft höre, auch in meinem Urlaub erreichen mich ständig Hilferufe? Was ist das? Ich habe es auch nicht gleich begriffen, muss ich echt zugeben. Ich bin auch erstmal Gefangene dieser Energie gewesen, einige Tage bis heute. Und heute wurde mir bewusst, um was es geht. Und das möchte ich gerne jetzt mit dir in diesem Video anhand meiner Erkenntnisse, an meines Prozesses, was ich heute erlebt habe, mit dir teilen. Bleib dran, nach dem Intro geht's gleich weiter. Deine Helga. Herzlich willkommen zum Update. Gestern hatte ich ja ein Video veröffentlicht mit dem Titel, dass die Kundalini-Effekte, dass eine Energiewelle unterwegs ist, die Kundalini-Effekte, Kundalini aufweckt in uns. Und heute möchte ich noch mehr darauf eingehen, was diese Energie, die momentan so stark, gerade bei den hochsensiblen Menschen, für Veränderung sorgen möchte. Und bei denen, die in diesem Seelenpartner-Entwicklungsweg sich befinden. Um was geht's denn? Ich hatte mich gestern auch schon gefragt, wie kann ich es vermitteln? Aber ich habe es auch schon mal ein bisschen angedeutet in dem letzten Video gestern. Es geht um sozusagen Hingabe, die Welle reiten. Nicht, wenn du ein Surfer bist, weißt du wahrscheinlich, was von was ich rede. Ich bin jetzt keine Surferin, aber ich kannst mir gut vorstellen, wenn eine Welle kommt, du auf dieser Welle reitest, dann gibst du dich dieser Welle hin und gleitest mit diesem Energie der Welle weiter und lässt dich tragen von der Welle. Und dann fließt das Ganze und dann ist es einfach. Wenn du ungeübt bist, was ich ja zum Beispiel wäre, und dann plötzlich Panik entsteht und du Angst vor der Welle bekommst, Angst vor dem, dass sie dich überwältigt, dass sie dich runterreißt, dass sie dich tötet, dass sie dich ins Wasser zieht und du kommst nicht mehr hoch, dann entsteht Kontrolle, dann entsteht Angst, dann entsteht das Gegenteil von Hingabe, nämlich Festhalten. Und sowas in der Art, was meinen PC angeht, darf ich auch noch ein bisschen Hingabe üben und Kontrolle abgeben. Er macht ja, was er will zurzeit. Auch er scheint von den Energien überwältigt zurzeit. Okay, es geht um diese Welle, die wir reiten sollen, diese Energiewelle, die runterkommt, die sehr extrem ist, sagen mir alle. Ich bekomme viele Nachrichten. Gerade in meinem Urlaub erreichen mich sehr viele Hilferufe und ich sage mir, ja, jetzt habe ich endlich mal Urlaub eingereicht, für mich persönlich, mir selber Urlaub genehmigt und nun könnte ich den ganzen Tag irgendwie was machen. Gut, ich mache meine Videos, das ist für mich auch ein bisschen eine Freude, die zu machen, aber ich bin wirklich echt streng mit mir und sage mir, nein, es geht darum, bei mir zu bleiben, die Zeit für mich zu nehmen und es geht wirklich um diese Hingabe. Diese Hingabe, dass alles, was ist, richtig ist und dass ich jetzt nicht die Kontrolle haben muss, um etwas zu verändern in meinem Leben. Klar, könnte ich jetzt sagen, okay, ich kontrolliere wieder alles und bin sofort da. Wenn jemand ruft, springe ich dann gleich. Für mich geht es auch diese Hingabe an mich persönlich, dass ich eben mal für mich bin, dass ich nur meins mache, dass ich nicht ständig parat stehe für andere. Das ist mein Lernthema in dieser Energiewelle. Und darum hat es mich auch so extrem ausgenockt am Montag.
jetzt letzten Montag von der Woche, also am 8. Juli, weil ich dachte, nee, ich kann jetzt nicht irgendwie da unpässlich werden. Ich habe so viel zu tun. Ich darf jetzt nicht irgendwie loslassen und einfach mal krank sein und einfach mal mich hingeben und dann eben mich nicht gut fühlen. Ich habe echt die Kontrolle versucht zu halten, zu halten. Ich habe es auch irgendwie geschafft, einigermaßen die Kontrolle noch bis zum Sonntag zu halten, um das letzte Gespräch zu machen. Und habe dann festgestellt, nee, darum geht es gar nicht. Es geht nicht um Kontrolle. Das wurde mir heute sowas von klar und bewusst, als ich nochmal einen Anruf bekam oder eine Telegram-Nachricht, dass ich doch bitte, ob ich Zeit hätte. Und ich sage, nee, ich habe Urlaub, ich brauche den Urlaub, ich brauche die Zeit für mich. Und ich habe dann schon gemerkt, in mir fangen die innere Stimme an zu sagen, nee, das kannst du nicht machen, du kannst doch nicht die Punkt, 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 das so hängen lassen. Geht doch nicht, Helga. Du musst doch jetzt da sein. Für sie oder ihn. Für den anderen. Nee, muss ich nicht. Und als ich das so in mir fühlte, was da für eine Welle hochstieg, so, mir wurde wieder elend, ich wurde wieder zittrig, ich wurde wieder unpässlich, ich hatte wieder dieses Gefühl, das Zittern fängt schon wieder an. Und wie das Zittern kam, habe ich gedacht, na gut, das Zittern kommt, in Ordnung, was mache ich jetzt? Gebe ich mich diesem hin und zittere und sage, okay, habe ich gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich zittere jetzt, gut, alles gut. Mach, was du willst, Welle, ich bleibe bei mir. Ich mache nicht, was jetzt von meinem Verstand ausgehend kommt, als ganz starker Sog hinzugehen und doch wieder ganz viel zu machen, noch einen Termin zu vereinbaren und doch nochmal ein Gespräch zu machen, auch in meinem Urlaub. Nein, geht nicht. Ich bin jetzt im Jetzt. Und im Jetzt mache ich keine Beratung. Im Jetzt bin ich für mich da und für sonst niemand. Und das war ganz schön knallhart. Ich habe gemerkt, wie etwas in mir rebelliert und sagt, ich will aber jetzt. Ich muss doch. Ich kann doch nicht. Ich kann doch jetzt nicht bei mir bleiben, den anderen in seinem Schmerz lassen. Ich muss den anderen, die anderen teilweise im Schmerz lassen. Das ist mir klar geworden. Ich kann nur das tun, was ich tun kann, wenn ich in meiner Kraft bin. Und die bin ich gerade nicht. Ich bin momentan am Rande meiner Leistungsgrenze angelangt gewesen am Samstag, am Sonntag. Habe ich gemerkt, am Montag, am 8. fing es an, fing es an. Jetzt bin ich seit 4, 5 Tagen, 6 Tagen in der Erholungsphase. Und schon fängt der Verstand an und sagt, ich muss aber, ich muss aber. Und solange ich dann an dem Muss festgehalten habe, ging es schlechter und schlechter und elender und elender. Ich wurde immer schwächer. Heute Morgen hatte ich sozusagen fast keine Kraft mehr. Irgendwas zu machen, ich habe angefangen zu waschen, ein bisschen was zu putzen. Ja, darum geht es gar nicht. Es geht nicht, dass ich jetzt das mache. Aber ich habe es geglaubt, ich muss es tun. Und diese Energiewelle, die so heftig auf uns runterprasselt, die sagt: Nimm die Dinge, wie sie sind, bleib im Jetzt, bleib bei dir, nimm die Schwäche an, nimm dieses Hilflose nichts tun können an, mach einfach nichts. Einfach Annahme dessen, was ist. Du könntest auch Hingabe nennen. Hingabe an die Schwäche, an die Angst, dass du da etwas falsch machst. Hingabe an das, was ist. Und wie ich das dann erkannt habe, vor ungefähr 4, 5 Stunden, 3 Stunden, keine Ahnung, Zeit ist relativ. Habe ich Musik angemacht, mir war total schwach. Ich sage, ich nehme die Schwäche an, ich tanze jetzt bei der Musik, egal, gebe ich um, wenn nicht, dann gebe ich nicht um. Ja, dann habe ich getanzt und habe mich der Musik hingegeben und habe gedacht, wenn ich jetzt umkippe, kippe ich um, was soll's. Und je mehr ich getanzt habe und mich dieser Musik
sozusagen durch mich abfließen lassen. Die Energien, die da waren, die waren. Am Anfang fühlte ich mich etwas schummrig, dann wird es besser, dann wurde ich energiereicher, dann habe ich noch mehr getanzt, habe ich noch mehr mich ausgepowert. Und erstaunlicherweise war, als ob ein Schalter umgelegt werden würde in mir und die ganze Energie, die rausging in den letzten paar Wochen, Tagen, ganz stark, war mit einem Schlag wieder da. Und ich fühlte mich sowas von energiereich, von gut, von fröhlich, von im Jetzt, von. Also es war faszinierend. Ich war hin und weg. Ich dachte, wow, das ist es. Das ist es, was die Energiewelle von uns möchte jetzt. Hingabe, Nichtkontrolle, Annehmen der Energie. Durchfließen lassen, nicht etwas kontrollieren wollen, etwas nicht haben wollen. Darum geht es nicht. Es geht genau ums Gegenteil. Annehme, annehmen. Nimm es an. Nimm diese Energiewelle an und sie wird dir helfen, den Energiekörper zu reinigen. Sachen rausschmeißen, Gedanken rausschmeißen, Energien rausschmeißen, die nimmer rausschmeißen, die nimmer zuträglich sind. Ich habe ja auch Wortfindungsstörungen gerade. Egal, macht nichts. Also alles raus, was nimmer zu dir gehört. Annehmen, das, was du bist so, wie du bist, wunderbar. Auch wenn du schwach bist, auch wenn es dir nicht gut geht. Du musst nicht ständig perfekt sein oder gut sein oder alles unter Kontrolle halten. Nein, die Welle reißt dich mit und verlangt Hingabe. Das Gegenteil von Kontrolle momentan. Und wenn du jetzt genau in dieser Welle steckst und nicht weiterkommst, lass los. Lass jede Aktion los, wo du glaubst, du musst etwas in deinem Leben unter Kontrolle halten. Das heißt, dein Körper, deine Gedanken, die Energien, deinem Umfeld, egal. Du brauchst die Kontrolle nicht mehr. Die Kontrolle ist nicht mehr nötig. Es fließt dir zu, wenn du Kontrolle abgibst. Du hast alles, was du haben brauchst und musst. Und es wird alles da sein, wenn du es abgibst. Dieses Festhalten an diesen. Ich soll sagen, Haltelein, wo du glaubst, wenn du loslässt, wird die Welle dich verschlingen. Sie wird dich vielleicht kurz untertauchen und wird dich dann mit einer enormen Power wieder raushieven, hochheben und sagen: Super gemacht, du wunderbare Seele, du hast losgelassen, du hast endlich losgelassen und bist im Jetzt gelandet. Im Jetzt, in der Hingabe, im Annehmen, im Sein und nicht mehr im Müssen und Wollen und Verändern wollen, sondern in der Hingabe, im Annehmen. Das, was ist, ist. Du bist im Jetzt. Und in dem Moment, als diese Erkenntnis kam, floss eine Energie in mich hinein. Es war unbeschreiblich. Der ganze Körper war am Kribbeln. Ein Glücksgefühl hat mich durchflutet, wie so, ja, wie Weihnachten, Geburtstag und Pfingsten oder was weiß ich, an einem Tag. Alles war gut. Alles war gut. Es gab nichts, was zu tun war. Das Jetzt war da. Und mir war klar, das war die Aufgabe, die ich lernen musste. Lass die Kontrolle los. Dieses letzte Fitzelchen Kontrolle, die ich geglaubt habe zu brauchen, um in dieser Welt voranzukommen. Und wenn du momentan genauso von dieser Welle gebeutelt wirst und nicht weißt, was du tun sollst, spür in dich hinein. Hältst du fest? Irgendwo. Und sei es auch nur noch ein paar Prozent. Hältst du irgendwo noch etwas unter Kontrolle in deinem Leben? Brauchst du die Kontrolle über Menschen, über Gedanken, über deinen Körper oder über sonst irgendetwas? Und wenn dann ein Ja kommt, dann sag okay,
Ich habe es erkannt. Ich lass los. Einfach loslassen. Springen hinein ins Nichts. Weil das ist Springen ins Nichts, weil du weißt nicht, was passiert, wenn du loslässt. Wenn du im Abgrund stehst und du weißt nicht, wie es ausgeht, wenn du da reinspringst, das ist Hingabe. Und das geht's. Das ist die Welle, die uns hochsensiblen Menschen, Menschen, die in dem wichtigsten Entwicklungsschritt ihres Lebens gerade sich befinden, nämlich in dem Befreiungsschlag, frei von diesem Verstand zu werden, von diesem ich muss das, ich muss jenes, ich muss das, ich muss festhalten, ich muss, ich darf nicht einfach sein. Wenn du dich da gerade befindest, wird diese Energiewelle momentan dich so fest im Griff halten, so lange, bis du sagst, okay, ich habe es begriffen. Es geht nicht ums Festhalten, es geht ums Sein, ums Dasein im Jetzt und um Hingeben, Abgeben, Loslassen. Ich wünsche dir, du liebe Seele, dass wenn du dieses Video findest, und es wird dich finden, wenn es sein soll, und wenn du erkennst, dass du loslassen solltest, vertraue dieser Energie, dieser Liebe, die in dieser Energie drin ist, dieser Liebeswelle, die dich jetzt in die Knie zwingt, damit du ein für alle Mal loslässt. Jetzt und heute, um frei zu werden. Und ich wünsche dir, dass du es schaffst. Lass los, gib ab, gib die Kontrolle ab. Alles, alles Liebe von Herzen wünsche ich dir und schicke dir Licht und Liebe auf diesen heftigen Transformationsweg. Reite die Welle und lass dich fallen. Alles ist gut. Namaste. Ich grüße das göttliche Licht in dir. Deine Helga. Ciao.